So, Martina kommt vorbereitet. Vielleicht sind wir auch schon live, ich weiß es nicht. Okay, ich habe es GAU bekommen. Genau, herzlich willkommen hier zum grünen Farbfernsehen. Wir probieren jetzt heute ein neues Format aus. Nehmt es uns nicht übel, wenn da noch das ein oder andere nicht so ganz klappt. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt in Corona-Zeiten einige Gäste zu uns einladen, also zu uns Grünen Koblenz. Und da das ja gerade live nicht geht, beziehungsweise in Person nicht geht, machen wir das Ganze jetzt online. Und unser erster Gast heute ist der Tobias Lindner. Ich glaube, den einen oder anderen kennt ihn auch schon. Er ist Mitglied unserer Bundestagsfraktion, also bei den Grünen natürlich, und unter anderem verteidigungspolitischer Sprecher. Tobias, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber noch vor. Ja, hallo, schönen guten Abend aus Berlin. Ich bin Tobias Lindner, weder Volksmusiksänger noch in der FDP, sondern seit 2011 für die Grünen im Bundestag. Ich sitze dort in zwei Ausschüssen, nämlich im Haushaltsausschuss und im Verteidigungsausschuss. Zwei Gremien, die auch in diesen Tagen genug zu tun haben. Und gewöhnlich, wenn ich nicht in Berlin bin, komme ich aus Wörth am Rhein aus der Südpfalz. Super. Genau, also damit ihr jetzt auch ein bisschen wisst, was wir hier gleich machen, wir haben jetzt geplant, den Livestream bis 18.30 Uhr zu machen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr so 25 Minuten Zeit. Ihr habt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben uns vom Thematischen überlegt, dass wir einen Wirtschaftsfokus setzen würden, also vor allem die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft besprechen, sowohl auf bundespolitischer Ebene als auch auf landespolitischer Ebene. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen im Verlauf habt, könnt ihr uns schreiben und dann werden wir die hoffentlich beantworten. Genau, am Anfang noch vielleicht, Tobias, ich habe gehört, du bist jetzt in Berlin in Quarantäne. Wie hat sich denn dein Leben seit Corona verändert? Also zum Glück bin ich seit ein paar Stunden nicht mehr in Quarantäne. Aber ganz klar, das habt ihr ja auch mitbekommen über die Medien, das Coronavirus macht vor dem Deutschen Bundestag natürlich nicht Halt. Das ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar, wenn da 709 Frauen und Männer übers Wochenende in jede Ecke der Republik ausströmen und dann wieder zusammenkommen. Dann ist der Bundestag natürlich eine besonders gefährdete Gruppe. Und bei mir war es so, ich habe vor 2 Wochen Kontakt mit einer Person, die dann ein paar Tage später positiv auf das Virus getestet wurde. Und das hat natürlich dann für mich geheißen, mich sofort testen lassen. Und der Test war zwar negativ, aber die Empfehlung ist dann trotzdem, 14 Tage lang sich abzusondern. Das war bis heute Morgen 11 Uhr. Ich war dann froh, mal wieder vor die Haustür gehen zu können. Und ansonsten ist es, glaube ich, das Leben für mich als Abgeordneter wie für die meisten Menschen in dem Land. Also wenn man versucht, Homeoffice zu machen, geht es um das Thema Videokonferenzen, Telefonschalten, Arbeiten verändert sich. Dann kommt noch dazu, natürlich in die Familie und Beruf da unter einen Hut zu bringen, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Meine Frau und ich, wir haben ein 2-jähriges Kind, das auch unausgelastet ist, weil die Kindertagesstätte zu hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir jammern hier auf extrem hohem Niveau. Uns geht es gut, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben zu essen und zu trinken. Worüber sollte ich mich beschweren im Moment? Sehr gut. Wie viele Telefonkonferenzen hast du denn im Moment tagtäglich, wenn man das mal so fragen darf? Ich würde schätzen, im Schnitt 3 bis 4 Telefonkonferenzen, Telefonate, Videokonferenzen. Wir hatten ja diese Woche eine Bundestagssitzung, die einen Tag verkürzt worden ist. Und am Dienstag haben wir das vorbereitet in unseren Fraktionsgremien und haben alle Gremien, also von einer Arbeitsgruppe, wo sich 4 Abgeordnete treffen, über den Arbeitskreis mit 12 Bundestagsabgeordneten bis hin zur Fraktionssitzung mit 67 Frauen und Männern. Das haben wir alles ins Internet verlagert, über Videokonferenzen miteinander ausgemacht. Ich glaube, das ist das Vernünftigste, was man in den Tagen tun kann. Und ehrlich gesagt, es geht erstaunlich gut. Ja, also da kann ich Ähnliches berichten. Wir haben jetzt auch als Grüne Koblenz nach und nach umgestellt auf online. Und ich bin erstaunt, dass es doch ganz gut funktioniert. Also auch so von der Technik. Man mag natürlich, die Netze sind jetzt um einiges ausgelasteter. Aber so die ersten Online-Formate, die stehen jetzt auch schon da bei uns und auf Landesebene ja auch. Ich glaube, auch ein paar auf Landesebene gucken wir schon zu. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen in die Wirtschaftsrichtung noch gehen. Da ist ja die letzten Tage auch einiges passiert. Also heute hat der Rheinland-Pfälzische Landtag den größten Nachtragshaushalt der Geschichte beschlossen, und zwar mit 3,3 Milliarden Euro.
Ihr wart auch im Bund dran, ihr habt auch den größten Nachtragshaushalt des Bundes in der Geschichte beschlossen mit insgesamt Maßnahmen von 156 Millionen Euro. Das ist mega, mega viel. Davon entfallen alleine 50 Millionen für Selbstständige und Kleinunternehmer. Trotzdem hat natürlich die Corona-Krise riesige Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und was ist denn so deine Einschätzung, wie lange diese Hilfspakete reichen? Also man muss sagen, was wir im Moment erleben, ist jetzt nicht nur die größte Herausforderung in der Geschichte der Bundesrepublik aus medizinischer Sicht, sondern natürlich auch, wenn Geschäfte zu sind, wenn das öffentliche Leben zum Erlahmen kommt, ist es auch für die Wirtschaft eine brutale Herausforderung. Da geht es ja nicht nur irgendwie um nackte Daten. Also ich habe ja mal Volkswirtschaft studiert. Ich könnte jetzt was über einen Einbruch des Bruttoinlandsproduktes hier erzählen. Aber am Ende geht es ja immer um konkrete Einzelschicksale von Frauen und Männern, die einen Job haben, von Leuten, die selbstständig sind. Die Hilfspakete, die im Moment geschnürt wurden, ja, die sind immens. Und die werden uns ein paar Wochen, ein paar Monate helfen, wenn du mich fragst. Es wird nicht das letzte Hilfspaket des Bundes gewesen sein. Also wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist und wir wieder hochfahren können, dann wird es schon ein Investitionsprogramm brauchen. Da muss man drüber reden, was man tun kann, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Ich finde, da muss man auch diskutieren aus grüner Sicht, was sind denn vernünftige Investitionen. Ich will dann nicht Steuermilliarden irgendwie in Beton reinkippen, sondern will dann in die Bereiche gehen, wo wir ohnehin investieren müssten. Also Thema Breitband, Thema Digitalisierung, Klimaschutz, Infrastruktur, die ganzen Bereiche. Und natürlich gehört zur Wahrheit auch, wir probieren an alle Gruppen zu denken, aber da passieren Fehler und man schafft es nicht, allen zu helfen. Also das Dramatische ist ja eigentlich, man nimmt eine Menge Geld in die Hand, du hast gesagt, größter Nachtragshaushalt der Geschichte, und trotzdem wird natürlich der Staat nicht garantieren können, dass für alle Menschen alles so bleibt, wie es ist. Jeder von uns wird irgendwelche Einschnitte haben am Ende des Tages, und es muss jetzt darum gehen, dass wir es irgendwie schaffen, diese Einschnitte überbrückbar hinzubekommen. Das ist die Herausforderung. Wenn wir da vielleicht nochmal gerade einen Blick auf die, vor allem auf die Kleinunternehmen werfen oder auf die mittelständischen Betriebe, da haben wir auch in Rheinland-Pfalz ganz viele. Wenn ich mir jetzt hier anschaue, dann ist es so, dass es jetzt ja diese Töpfe nochmal vom Bund gibt. Also jetzt auch mal nochmal einfach als Info für euch. Da wurde jetzt beschlossen, dass Selbstständige und Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten können ja diesen 9.000 Euro Sofortzuschuss aus dem Bundesprogramm bekommen und dann nochmal, und das macht der Rheinland-Pfalz auch nochmal, bis zu 10.000 Euro Sofortdarlehen des Landes bei Bedarf. Dann bei Unternehmen von 6 bis 10 Beschäftigten bekommt man bis zu 15.000 Euro Zuschuss aus dem Bundesprogramm und nochmal bis zu 10.000 Euro Sofortdarlehen des Landes. Und da hat Rheinland-Pfalz vor allem nochmal aufgestockt, um nochmal an die Beschäftigten von 11 bis 30 zu schauen. Also ein Unternehmen 11 bis 30 Beschäftigte hat. Und da bekommt man jetzt eben oder kann man noch ein Sofortdarlehen von bis zu 30.000 Euro bekommen. Das wäre dann insgesamt eine Soforthilfe von bis zu 39.000. Findest du das dann insgesamt gut oder hättest du dir da noch mehr gewünscht an der Stelle? Also man muss ganz klar sagen, die Antwort ist immer, es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie lange die Krise anhält, also wie lange quasi hier das öffentliche Leben ruht. Es kommt auch darauf an, was für Unternehmen das sind. Also produzierendes Gewerbe kann das ein oder andere sicherlich aufholen. Aber wenn du dir Dienstleister anschaust, wenn du dir Hotels anschaust, Restaurants, die werden natürlich Sachen, die jetzt ausfallen, nicht nachholen können. Und da werden Kredite auch nur begrenzt was helfen können. Also deswegen ist. Ja. Was würdest du denn solchen Hotelunternehmern oder so jetzt gerade in dieser Zeit vorschlagen? Oder kann man da überhaupt irgendwas machen, außer abwarten? Also wenn ich ein Zauberrezept hätte, hätte ich es schon längst irgendwie verkündet. Aber klar ist, man muss jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer raten, das Gespräch zu suchen, sowohl mit den Finanzbehörden. Es gibt die Möglichkeit, Steuervorauszahlungen zu stunden, auch bei den Sozialbeiträgen, bei den Abgaben was zu stunden. Gerade jeder und jede mit dem Vermieter zu reden, die Vermieter wiederum mit den Banken. Es kann ja im Moment, glaube ich, ist das Tödlichste, wenn man fortlaufend Ausgaben hat, ohne dass es irgendwelche Einnahmen gibt. Also der Staat kann was tun, aber er kann eben nur begrenzt was tun. Und man kann auch hoffen, dass jetzt der Stillstand des öffentlichen Lebens nicht zu lang dauert. Aber Alina, wenn ich euch was fragen darf, ich kriege ja
viele Zuschriften aus meinem Wahlkreis, aus der Südpfalz, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die mir ihre Sorgen schildern, die mir auch zeigen, wo Dinge helfen, aber wo sie eben nicht helfen. Was ist denn eure Erfahrung, die ihr in Koblenz so macht? Könntest du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also wenden sich Unternehmer, Solo-Selbstständige an euch? Bekommt ihr Rückmeldungen dazu? Genau, also als grüne Partei sind wir da natürlich jetzt nicht direkt an den Unternehmen dran. Von dem her haben wir da jetzt wenig Rückmeldungen bekommen. Es ist aber natürlich so, dass es in Koblenz ja auch einige mittelständische Unternehmen gibt und sogenannte Hidden Champions. Und gerade die sind ja von so einer Krise auch betroffen. Natürlich spielt jetzt bei uns gerade die Bundeswehr auch nochmal eine Rolle. Da würde ich auch nachher nochmal mit dir drauf kommen, das Beschaffungsamt zum Beispiel in Koblenz. Genau. Ich glaube, so generell ist es eben vor allem eine landespolitische Sache und wurden da jetzt ja quasi die letzten Tage in die Wege geleitet. Und da muss man jetzt natürlich nochmal schauen, da wurden ja auch nochmal Gelder freigesetzt für die kommunalpolitische Ebene, wie wir damit jetzt quasi vor Ort umgehen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man sich einen Einzelhandel anschaut, die Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort im eigenen Viertel, die man kennt, jetzt in der Zeit, man kann natürlich auch als Verbraucherinnen und Verbraucher was tun. Also es ist ein Unterschied, ob ich Sachen aus dem Internet irgendwo bestelle, von weit weg her, oder ob ich, wie es im Englischen so schön heißt, Support Your Local Business mache. Manche Kommunen haben da ja schon Portale aufgemacht oder manche Einzelhandelsverbände. Also ich kann nur an alle, die uns zuschauen, appellieren, wo immer ihr es könnt, versucht bei euren lokalen Händlern zu kaufen, ob es Lebensmittel sind, ob man in Gaststätten, die einen Abholservice anbieten, was bestellt, damit man die über Wasser hält, ob es eure lokale Buchhandlung ist, die jetzt vielleicht Bücher ausliefert, weil sie geschlossen ist. Helft damit, ihr könnt als Verbraucherinnen und Verbraucher was tun, damit die lokale Wirtschaft sich über Wasser halten kann. Ja, genau. Also bei uns gibt es auch eine Aktion von der Stadtverwaltung in Koblenz zu dem ganzen Thema. Die finde ich auf jeden Fall auch gut und ich finde es auch total wichtig, dass man jetzt eben gerade die lokalen UnternehmerInnen da unterstützt und jetzt nicht nur quasi bei Amazon irgendwie bestellt. Genau, ich habe aber auch das Gefühl, dass eigentlich der gesellschaftliche Zusammenhalt ganz gut ist, also dass die Menschen sich unterstützen und ich habe auch gehört irgendwie gestern von einer, die einen kleinen Laden hatte für so Pralinen und sich dann gemeldet hat per Aufruf, dass die eben keine Kunden mehr haben und dass am Tag darauf dann 100 Bestellungen eingegangen sind. Das fand ich eigentlich ganz nett. Wie hast denn du so ein Gefühl, wie jetzt das gerade so um den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht, also ob die Menschen sich eher solidarisieren? Also ich finde es ja eine Sache, die jetzt gerade in so Zeiten mega, mega wichtig ist und ich finde es eigentlich ganz gut, wie es läuft. Wie siehst denn du das Ganze? Oder? Ja. Mein Eindruck ist, mein Eindruck ist, es funktioniert erstaunlich gut. Ich war ja heute das erste Mal wieder vor der Tür. So richtig, bin mal hier in Berlin ins Büro gegangen. Also die Menschen sind erstaunlich diszipliniert, muss man sagen. Man regt sich ja immer auf, wenn sich Leute nicht irgendwie an die Vorschriften halten. Ich finde, man muss ein ganz großes Kompliment machen, dass wirklich 90-95% der Bevölkerung erstaunlich diszipliniert sind. Ich habe auch von Fällen erfahren, wo Menschen, die Risikogruppen angehören, beispielsweise weil sie alt sind, wo die Nachbarn einkaufen, wo man sich auf die Art und Weise unterstützt. Also ich habe das Gefühl, das Land ist in den letzten 2-3 Wochen auch zusammengerückt. Aber was natürlich wichtig ist, ist irgendwie, dass man jetzt transparent kommuniziert. Also ich glaube, für politisch Verantwortliche, sei es auf der kommunalen Ebene, sei es auf der Bundesebene, ist wichtig, dass man Maßnahmen wirklich verständlich erklärt, dass man auch erklärt, warum man das macht. Niemand von uns kann im Moment sagen, das wäre rein spekulativ, wie lange diese Ausnahmesituation anhalten wird. Also ich fände es jetzt fatal, irgendwie zu spekulieren. Aber ich glaube, man muss schon erklären, was das Ziel ist, also was man erreichen will mit dem Einfrieren des öffentlichen Lebens und wo wir hinkommen wollen. Weil nur wenn Menschen verstehen, wofür sie das tun, werden sie am Ende des Tages auch bereit sein, das weiterhin zu unterstützen. Ich habe da heute ein ganz nettes Zitat von Annalena Baerbock gelesen dazu. Sie hat, glaube ich, gesagt, wir müssen unsere Freiheit kurz und heftig beschränken, zugleich aber auf lange Sicht sicherstellen, dass eben auch die Freiheit wieder bewahrt wird. Findest du es denn sinnvoll, das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass man jetzt schon über Exit-Strategien nachdenkt, also darüber, wie man wieder aus dem Ganzen rauskommt? Oder sagst du da wirklich noch, dass das viel zu früh ist und dass man nicht so hier falschen Hoffnungen schnüren sollte? Weil, also wenn ich da noch einen Satz dazu sagen darf, ich glaube, Merkel hat heute auch dazu was gesagt, dass sie das nicht gut findet, dass man darüber schon diskutiert. Lindner zum Beispiel, im Gegensatz, nicht du Lindner, sondern der andere Lindner,
meinte, dass es durchaus sinnvoll ist. Was sagst denn du dazu? Also die Wahrheit liegt wie so oft im Leben irgendwo dazwischen. Ich glaube, was jetzt fatal wäre und was man wirklich bleiben lassen sollte, ist zu spekulieren, wann man diese Kontaktsperre beispielsweise aufheben kann. Also jetzt irgendwie ein Datum in den Raum zu stellen, zu sagen, dann und dann wird es besser, ist deswegen fatal, weil du dann am Ende des Tages unter Umständen nur Menschen enttäuschst. Aber ich glaube, worüber es Sinn macht nachzudenken ist, also nicht über das Datum, wann man die Maßnahmen beendet, aber über einen Weg, wie man die schrittweise zurückfahren kann. Also ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass man innerhalb von ein paar Tagen von der Situation, die wir jetzt haben, wieder in die Situation vollständig zurückkehrt, wie sie zuvor war, ohne irgendwelche Beschränkungen. Sondern meine Prognose wäre, man wird Beschränkungen langsam und schrittweise machen. Mhm. Und dass man sich darüber in der Verwaltung Gedanken macht, in welchen Schritten man wie probiert, ins öffentliche Leben zurückzukehren und an welchen Stellen wir uns vielleicht noch über Monate hinweg einschränken müssen. Und wenn es so einfache Dinge sind wie Hände waschen, in die Armbeuge niesen, auf gewisse Kontakte verzichten. Ich glaube, dass man sich darüber Gedanken macht, wie der Pfad aussehen könnte, nicht wann er beginnt, das macht durchaus Sinn. Was ich so gelesen habe, über was man jetzt schon nachdenkt, ist quasi, dass man dann, also danach, wenn man jetzt quasi die Maßnahmen lockert, zum Beispiel Risikogruppen ein bisschen zusammentut und da halt nochmal bedacht, dass die halt quasi nicht, erstmal nicht auf die Straße gehen, aber quasi jüngere Menschen wieder zurück ins Berufsleben gehen könnten oder beziehungsweise im Berufsleben sind wir ja gerade noch, aber eben wieder ins soziale Leben auch zurückkommen könnten. Ja, vielleicht werden wir noch mal ganz kurz einen Blick irgendwie auf die Wirtschaft werfen. Wir werden ja nach der ganzen Corona-Krise, ich meine, es wird eine Zeit danach geben, wahrscheinlich eine Rezession erleben. Jetzt habe ich da mal beim Wuppertal-Institut eine Studie durchgelesen und die sagen eben, dass es drei mögliche Szenarien gibt. Also, dass wir entweder eine U-förmige Rezession erleben, das wird als das Wahrscheinlichste beschrieben, quasi, dass wir jetzt erstmal einen Einsturz haben und es dann aber irgendwann auch wieder bergauf geht. Und das ist vor allem für die Industrieunternehmen wird es zutreffen. Es kann aber eben auch sein, und das wäre der Worst Case, dass wir eine sogenannte L-förmige Rezession erleben. Das heißt, vor allem beim sozialen Konsum, dass einfach dieser Anstieg nicht mehr kommen wird, weil die Firmen davor pleite gehen. Hast denn du da irgendwelche Bedenken oder ja, wie sind da deine Zukunftsprognosen? Wahrscheinlich ist es noch zu früh, aber ich meine, die Zahlen sind ja schon erschreckend, die wir da diese Tage so bekommen. Also die Zahlen sind erschreckend und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mache mir jetzt weniger Sorgen darüber, wie groß am Jahresende das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP ist, sondern ich mache mir Sorgen darüber, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, wie es Menschen konkret in ihrer Realität geht. Mit Prognosen ist es ganz schwierig. Ich habe zwar mal VWL studiert, aber muss ich klar machen, wir haben hier eine Situation, das ist eine absolute Ausnahme. Die findet man in keinem Lehrbuch und in keiner Theorie irgendwie drin. Das ist ja keine normale Konjunkturkrise, die wir haben, sondern durch staatliche Maßnahmen wird quasi das öffentliche Leben lahmgelegt. Natürlich kann die Industrie sicherlich Dinge schneller nachholen, aber wir dürfen uns nichts vormachen, es werden Unternehmen pleite gehen. Man wird am Ende des Tages leider nicht jedes Unternehmen retten können. Unsere Wirtschaft wird sich verändern. Und die Frage, wie heftig es wird, hängt natürlich auch damit zusammen, wie diszipliniert wir im Moment sind. Also ich glaube, der Shutdown wird umso kürzer sein, desto disziplinierter wir im Moment sind. Und je kürzer er ist, desto leichter wird man es überbrücken können. Also für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Kurzarbeitergeld, das ja auch kein Luxus ist. Also 60% vom letzten Nettoeinkommen ist, wenn man Geringverdienerin oder Geringverdiener ist, ja wirklich heftig und schwierig. Da muss man sich fragen, reicht das? Ja, und für Unternehmen, wir haben ja vorhin über die Zuschüsse gesprochen, damit kommt man vielleicht ein paar Wochen zurecht, aber nicht ein paar Monate. Ja, also genau. Also ich habe ja auch am BWL und V oder studiert BWL und VWL und bei mir sagen tatsächlich, also die Ökonomen an unserer Uni auch das oder die Professoren das noch relativ, man kann auch nicht sagen, wie stark die Rezession kommen wird. Das hängt eben gerade, wie du auch meintest, eben auch von der Disziplin ab und wie sich jetzt halt allgemein die ganze Corona-Lage entwickelt. Genau, und auch bei der Kurzarbeit wird ja auch gehofft, dass das nochmal quasi die Krise abschwächt, wie das auch schon 2008 und 2009 passiert ist bei uns in Deutschland. Das hat uns ja damals ja sehr weitergeholfen. Genau, vielleicht würden wir noch ganz kurz, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, nochmal in die Studie vom Wuppertal-Institut schauen. Und zwar
sagen die auch nochmal, dass man eben aufpassen muss, dass es nach der Corona-Krise nicht einen sogenannten Rebound-Effekt gibt. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, die auch gesagt haben, ja, jetzt ist die Klimakrise erstmal hinten an. Also ich muss nochmal als irgendwie Vorwarnung sagen, das sehen wir Grüne natürlich, also wir sehen natürlich die Corona-Krise so, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben diese Klimakrise nicht aus den Augen verliert. Sonst könnte es nämlich auch laut dem Wuppertal-Institut sein, dass man von der einen Krise in die nächste Krise rückt. Genau. Siehst du denn da noch irgendwelche Maßnahmen oder ein Konjunkturprogramm, was jetzt ganz wichtig wäre, was man vielleicht jetzt auch schon planen sollte? Oder ist das auch noch zu Zukunftsmusik? Also ich sag mal, ich will es mal ganz krass sagen. Mir würden die Leute auf den Geist gehen, die sich im Moment darüber freuen, dass die CO2-Emissionen in den letzten zwei Wochen irgendwie niedrig sind. Genauso gehen mir aber die Leute auf den Geist, die dann sagen, Klimaschutz ist jetzt vorbei oder sonst irgendwas. Ich glaube, das Thema Klimaschutz wird ganz wichtig werden, wenn die Krise endet, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wenn man wieder investieren muss. Dieser Nachtragshaushalt auf Bundesebene wird nicht das letzte Wort gewesen sein, sondern dann wird man ein Investitionsprogramm brauchen. Und als Grüner werbe ich dafür, dass wir dann natürlich das Geld nicht in irgendwelche neuen Straßenprojekte reinkippen, sondern dass man dann wirklich intelligent überlegt, welche Investitionen müssten wir sowieso tätigen. Das ist Digitalisierung, das ist Infrastruktur. Wir müssen was in die Schienenwege investieren. Wir müssen ganz klar aber natürlich auch was machen beim Gebäudebestand, beim Thema Wärme. Das sind ja alles Maßnahmen, die müssen wir auch machen ohne Corona-Krise. Ja. Und ich werbe dafür, dass man sagt, Leute, dann lasst sie uns vorziehen, dann lasst sie uns schneller machen, weil das hilft der Wirtschaft. Und es ist kein rausgeschmissenes Geld, sondern es zahlt sich ja umso stärker aus, je früher wir da aktiv werden. Also ich werbe sehr dafür, wenn die Krise endet, wenn man sich überlegt, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder in Gang, da wirklich das Thema Klimaschutz dann in den Fokus zu nehmen und da was zu tun, statt irgendwelche Konjunkturprogramme zu machen nach 70er-Jahre-Muster, Hauptsache das Geld ist ausgegeben, Hauptsache irgendwie Beton in die Landschaft. Das wird uns am Ende nämlich teuer zu stehen kommen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Jetzt sind wir fast schon am Ende unserer Zeit angelangt. Vielleicht noch ganz kurz als Abschluss, oder würdest du noch gerne ein Abschlussstatement an irgendjemand richten, beziehungsweise vielleicht, wenn nicht, dann auch die Frage beantworten, was für Lehren du aus der Corona-Krise gezogen hast und vielleicht auch, was jetzt nochmal besonders wichtig ist, wenn man in die nächsten Wochen schaut. Also ich glaube, worüber wir wirklich nachdenken müssen bei Lehren, das ist, glaube ich, auch, das wäre auch mein Abschlussstatement. Wir müssen natürlich überlegen, was wir in dieser Krise tun können, aber wir müssen auch was aus der Krise lernen. Also mir geht es zum Beispiel darum, Europa ist in den letzten zwei Wochen überhaupt nicht vorgekommen. Was wir erlebt haben, ist, dass alle Länder quasi auf einer nationalstaatlichen Ebene begonnen haben, wenn es ernst wird, zu reagieren. Das ist was mich wütend macht, um ehrlich zu sein, dass dann Europa irgendwie keinen Stellenwert spielt. Ich finde auch, wir müssen uns Gedanken drüber machen, also ich bin ein großer Anhänger davon, von Reisefreiheit und auch andere Kulturen lernen zu können, kennenlernen zu können. Alles kein Thema. Und trotzdem, diejenigen von uns, die letzten Wochen in Videokonferenzen beispielsweise ihr Arbeitsleben verbracht haben, gesehen haben, wie schlecht beispielsweise Homeoffice in Deutschland ist. Dass die Digitalisierungsversprechen, die CSU seit irgendwie 10 Jahren mit Breitband verkündet, dass das irgendwie Märchen sind. Da müssen wir was draus lernen, weil also ich finde, wir waren nicht gut auf diese Krise vorbereitet, um ganz ehrlich zu sein. Wir waren nicht gut darauf vorbereitet, sowohl Staat, aber auch, auch die Wirtschaft, wie man umfaltet in so einem Moment. Und da was draus zu lernen für die Zukunft, das fände ich sehr wichtig. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es auch wichtig ist, dass man jetzt sieht, dass Wertschöpfungsketten auch einfach verletzlich sind. Also gerade auch, was das Gesundheitssystem anbetrifft. Und vor allem auch, ja, also gerade das ganze Gesundheitsthema ist ja auch nochmal ein Thema, da würde ich auch nochmal nachher mit dir ein bisschen darüber sprechen wollen, auch nochmal mehr in dieses Europapolitische schauen und das sind globale, auch was den Zusammenhalt auf den Ebenen irgendwie betrifft. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angelangt. Ihr könnt uns jetzt gleich noch weiter verfolgen auf Instagram. Da werden wir nochmal, wie gesagt, mehr einen Blick auf die Europapolitik und auf die globale Politik werfen und auch noch mal ein bisschen auf die Bundeswehr eingehen hier in Koblenz. Genau,
Tobias, hast du noch irgendwelche letzten 5 Worte? Nee. Meine 5 Worte, mir hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ja. Und wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, was das Ganze mit unserer Sicherheit macht, nicht nur national, sondern auch global, dann folgt uns gleich auf Instagram. Genau, genau. Dann würde ich jetzt einfach diesen Livestream hier beenden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie hin. Aber ansonsten müssen wir Martin helfen. Ja, Leute, ich habe den Button gefunden. Bis gleich in Instagram.